ist nie zu Ende. Mit diesen Worten eröffnete der ehemalige Astronaut Thomas Reiter einen gut anderthalbstündigen Vortrag am Donnerstag, den 22. April in der Mensa des Jade-Gymnasiums über das Leben an Bord der ISS. So hieß der Leiter des Jade-Gymnasiums Günther Mertens den beurlaubten Luftwaffengeneral und Vorstandsmitglied des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums auf das herzlichste Willkommen. Ich glaube, ich brauche zur Person von Thomas Reiter fast gar nichts zu sagen. Sie alle werden ihn kennen aus Funk, Fernsehen, aus der Zeitung. Sie alle haben möglicherweise mitgefiebert, als im Jahr 2006, im frühen Sommer, die Mission zur ISS von Florida aus gestartet ist und Herr Reiter und die Crew fast ein halbes Jahr später, das muss man sich mal vorstellen, 6 Monate in Schwerelosigkeit, dann glücklich und heile, gesund wieder auf unsere Mutter Erde zurückgekommen ist. Aber ich, meine Damen und Herren, bin derjenige, der am wenigsten kompetent ist, über das Thema zu reden. Deshalb will ich nicht so sehr viele Worte machen. Ich freue mich und wir sind stolz, dass Herr Reiter heute Abend bei uns ist und so freundlich ist, uns einen Vortrag zu halten. Herr Reiter, herzlich willkommen. Sie haben das Wort. Zu Beginn seines Vortrages stellte Thomas Reiter das Luft- und Raumfahrtzentrum und dessen Aufgabengebiete vor. Dabei erklärte er auch die eigentliche Begriffsdefinition Raumfahrt. Raumfahrt besteht aus den beiden Elementen der Anwendungen und der Wissenschaft, aus denen sich die Teilbereiche Erdbeobachtung, Satellitenkommunikation und Navigation ableiten. Ein weiterer Teilbereich ist die Forschung in der Schwerelosigkeit sowohl in der Humanmedizin als auch in der Biologie. Nur kurz riss Thomas Reiter seine erste Reise ins All 1995 an, damals noch mit einer Sojus-Trägerrakete. Umso spannender schilderte Thomas Reiter seinen Start mit dem Space Shuttle, der immer wieder wegen des Wetters verschoben werden musste, ehe es am 4. Juli 2006 dann endlich losging. Ein bisschen umständlicher als im Flugzeug einzusteigen, da müssen wir
Im nächsten Schritt zeigte Thomas Reiter, aufgenommen mit seiner Videokamera, die räumlichen Verhältnisse innerhalb des Shuttles und der Raumstation. Ein besonderes Erlebnis war nach Aussage Reiters ein Monat nach Ankunft auf der ISS der erste Außeneinsatz. Verständlich, dass man dort nicht so eben rausgehen kann und so bedarf dieses Vorgehen eine längere Vorbereitungszeit. Etwa 2 Wochen dauern diese dann. Für insgesamt 6 Stunden ging es dann raus. Dort wurden dann diverse Wartungsarbeiten ausgeführt. Geübt werden diese Arbeiten übrigens während des Astronautentrainings in einem 13 Meter tiefen Tauchbecken. Aber auch innerhalb der ISS gab es für Thomas Reiter reichlich zu tun. So wurden insgesamt 19 wissenschaftliche Experimente bestehend auf Humanmedizin, sogenannte Plasmakristallexperimente, Experimente kosmischer Strahlung betreffend und biologische Experimente durchgeführt. Faszinierende Aufnahmen über den Wiedereintritt einer Sojus-Kapsel in die Erdatmosphäre wurden ebenso gezeigt wie der einmalige Sonnenuntergang im All, der ja dort alle 90 Minuten stattfindet. Besonders imposant anzuschauen war Europa bei Tag und Nacht, verbunden mit eindrucksvollen Wetterphänomenen, hier in Form von Gewittern. Sie sehen immer, wenn Sie auf der Nachtseite sind, irgendwo ein Gewitter liegen. Natürlich in seiner Gesamtheit. Da sieht man nicht mal hier und da einen Blitz, sondern immer überall diese Blitze aufzucken und dann im Hintergrund diese nachtleuchtenden Wolken. Also es ist wirklich ein unglaubliches Schauspiel. Und ich habe es eben schon gesagt, man kann sich da auch nach einem halben Jahr nicht dran satt sehen. Apropos Europa aus dem All. Thomas Reiter führte während seiner ISS-Mission ein Bild des Jade-Gymnasiums mit sich, welches er dann wohlbehalten dem Gymnasium wieder zurückbrachte. Nach seinem Vortrag stellte sich Thomas Reiter den vielen Fragen des Publikums, wobei er sich für jede Frage ausreichend Zeit nahm und detailreich antwortete. Eine Frage der Zuschauer war zum Beispiel,
was es für Essen an Bord gab und wie es zubereitet wird. Mithilfe eines kurzen Videos erklärte Reiter, wie genau die sogenannte Astronautennahrung für den Verzehr aufbereitet wird. Am Ende der Veranstaltung dankte Schulleiter Günther Mertens Thomas Reiter für seinen Vortrag und überreichte ihm ein Weinpräsent mit dem Hinweis, dass er mit Hilfe eines guten Tropfens seinen alten Geschmack nach so viel Astronautenkost wiederfindet.